Am 8. Mai 1945 erlebte das besiegte Deutschland die Stunde Null. Es war seiner politischen Selbstbestimmung beraubt, die es allerdings schon seit 1933 praktisch verloren hatte. Die Alliierten regierten jetzt als Besatzungsmächte und teilten das Land in vier Zonen, die Hauptstadt Berlin in vier Sektoren auf. Die Verbindung zwischen den verschiedenen Herrschaftsgebieten war zunächst schwierig, aber man glaubte doch einige Zeit lang, es würde sich an die politischen Strukturen des alten Deutschen Reiches anknüpfen und ein zentraler deutscher Staat wieder schaffen lassen, so wie es auch die Potsdamer Konferenz den Deutschen zugestanden hatte. Aber es kam nicht dazu. Der Kalte Krieg erfasste Europa, der Gegensatz zwischen den Systemen der westlichen Demokratie und des östlichen Kommunismus bestimmte das politische Dasein des Kontinentes für eine ganze Reihe von Jahren, vor allen Dingen aber das Schicksal Deutschlands. Die Zonengrenze wurde zum eisernen Vorhang, der ein in Jahrhunderten einheitlich gewachsenes Land nun auf einmal zerschnitt. Und das erschwerte den Wiederaufbau erheblich. Hinzu kam, dass zwei gegensätzliche Wirtschaftssysteme die Entwicklung der sich herausbildenden beiden deutschen Staaten bestimmten. Die freie Marktwirtschaft im Westen, die sozialistische Planwirtschaft im Osten. Im Westen begann von 1948 ab der Triumphzug der deutschen Mark und der durch sie repräsentierten freien Marktwirtschaft. In einem Energieaufschwung ohnegleichen fand Deutschland den Anschluss an die großen Industrienationen der Welt. Der östliche Teil des Landes, die sowjetische Besatzungszone, dann die Deutsche Demokratische Republik, tat sich sehr viel schwerer. Die Reparationslast war hier unvergleichlich höher als im Westen, aber auch die Hemmnisse der sozialistischen Planwirtschaft erschwerten den Aufstieg zusätzlich. Der wirtschaftliche Aufstieg vollzog sich hier viel, viel langsamer und zögerlicher, und bis zum Ende der Teilung Deutschlands erreichte der Osten den Anschluss an das Wirtschaftsniveau des Westens niemals mehr. Der Kalte Krieg beförderte auch die Bildung der beiden deutschen Staaten im Westen der Bundesrepublik Deutschland, zu der die drei westlichen Besatzungszonen zusammengeschlossen wurden, im Osten der Deutschen Demokratischen Republik. Die Hauptstadt Berlin führte zwischen diesen beiden Teilen Deutschlands ein prekäres, immer wieder gefährdetes Zwischendasein. Die Berliner Blockade und ihre siegreiche Überwindung durch die westlichen Alliierten kennzeichneten die Schwierigkeit der Situation ganz besonders. Aber allmählich fand sich dann doch ein Status, mit dem man leben konnte, ein Modus vivendi, und die Teilung Deutschlands wurde jahrzehntelang zur bestimmenden Kraft im politischen Leben der Deutschen. Viele hatten sich mit ihr schon abgefunden, als ich endlich doch 1989 überraschend die Perspektive zu ihrer Überwindung eröffnete. 1. Mai 1948 in Ost-Berlin. Erstmals demonstrieren die Arbeiter im Ost- und im Westteil der Stadt getrennt. Sie sind schon geprägt vom Zerwürfnis zwischen Moskau und Washington. Die Markierung der Sektorengrenze am Potsdamer Platz symbolisiert die Teilung der Welt in West und Ost. Auf der einen Seite herrscht Generalissimus Stalin, auf der anderen ist US-Präsident Truman entschlossen, den sowjetischen Diktator in seine Schranken zu verweisen. Die Allianz, die gegen Hitler gekämpft hatte, zerbricht im besiegten Deutschland. Es ist der Beginn des Kalten Krieges. Die Ursprünge des Kalten Krieges reichen zurück in den Zeitraum von Mitte 1945 bis ins Jahr 1947. Und er wurde zum größten Teil ausgelöst von Stalins Politik, zum Teil aber auch von der Unfähigkeit der Amerikaner, Stalins Gedankengänge zu verstehen und von ihrem Unvermögen, am Ende des Krieges entscheidende Verhandlungen durchzusetzen, als das noch möglich war. Man hat mit sich selbst so viel zu tun gehabt, gell? Und
in dem Frankfurt selbst so viel mit dem Aufbau und so weiter, dass man das andere doch immer so ein bisschen auf die Seite geschoben hat. Gell? Sommer 1946. In Deutschland wird abgerissen. Die Ruinen des Krieges sollen verschwinden. Zukunft, Aufbau, etwas Neues schaffen. Die Lethargie aus den Tagen des Zusammenbruchs ist vorbei. Hier war nichts möglich gewesen, ohne dass man sich eingesetzt hat. Also jeder, der hier wieder zurückgekommen ist, der hat angepackt. Wissen Sie, man ist ja auch in dieser Zeit so bescheiden geworden. So bescheiden geworden, dass man sich über jeden Backstein fasst, den man wieder aufgesetzt hat, hat man sich freuen können. Hunger und Not bestimmen nach wie vor den Alltag in Deutschland. Die Menschen sind angewiesen auf tatkräftige Hilfe aus dem Ausland. Ungezählte Care-Pakete sichern das Überleben. Noch immer wird das Land von den Siegermächten kontrolliert, aufgeteilt in 4 Besatzungszonen, gefangen in einem Netz von politischen Konflikten und persönlichen Schicksalen. Menschen hausen in Baracken, verweht in den Wirren des Krieges oder gewaltsam vertrieben aus Ostpreußen, Schlesien und dem Sudetenland. Soldaten kehren heim aus der Gefangenschaft. In die Freude mischt sich der Schmerz derer, die weiter in Ungewissheit leben müssen. Ich habe so gehofft, gell? Bis zuletzt. Und der Erste, der mir geschrieben hat, der hat aus dem Gefangenenlager hat er an mich geschrieben. Und der schrieb, da war der noch in Gefangenschaft gewesen. Und da schrieb er mir, ich grüße Sie herzlich. Schade, dass Willi nicht mehr schreiben kann. Frauen warten auf ihre Männer und Söhne. Kinder suchen ihre Eltern. Im April 42 und April 43 geboren. Dieser namenlose Junge wurde am 3. Juli 1945 in Friedrichsfelde gefunden. Dieter aus Ostpreußen fiel aus dem fahrenden Zug. Manfred Jopp aus Danzig, 4 Jahre alt. Seine Mutter ist gestorben. Die 4 Besatzungsmächte regieren das besiegte Land nach wie vor gemeinsam, obwohl Meinungsverschiedenheiten über die politische und wirtschaftliche Zukunft Deutschlands die Zusammenarbeit immer schwerer machen. Da gab es halt unterschiedliche Versorgungssysteme und unterschiedliche Markensysteme. Das war eigentlich, das ist eine vorläufige Angelegenheit, das ist eine administrative Geschichte, dass da die einzelnen Besatzungszonen sind und dass man dann einen Marschbefehl oder so etwas haben musste, um mit der Bahn von einer Besatzungszone in die andere zu fahren. Parade zur Feier des amerikanischen Unabhängigkeitstages in Frankfurt. Vor allem auf Initiative der USA formiert sich im Laufe des Jahres 1946 die Front zwischen Ost und West. Aufgeschreckt von den Ereignissen im sowjetischen Herrschaftsbereich setzt sich in Washington ein radikal neues Konzept durch. Eindämmung der aggressiven Politik Stalins. Schon im März hatte Winston Churchill symbolisch Alarm ausgelöst. Stalin habe in allen von der Roten Armee besetzten Ländern Osteuropas und in der deutschen Sowjetzone pro-kommunistische Regierungen eingesetzt. Es sei in Europa ein eiserner Vorhang gefallen, der von Stettin an der Ostsee bis nach Triest an der Adria reiche. Es ist meine Überzeugung, dass Stalin an sich gerissen hat, was er konnte. Nicht, weil er dachte, er könnte es behalten, sondern weil er eine bessere Verhandlungsposition haben wollte. Zu seiner Verblüffung haben wir nicht so verhandelt, wie er sich das dachte, sondern wir hielten ihm Vorträge über das Recht und unsere Rechte im Besonderen. Er rechnete mit Drohungen und damit, dass wir Druck auf ihn ausübten. An diesem Punkt, so glaube ich, hätte er nachgegeben. Die gesamte Spaltung Europas führte damals unweigerlich zur Spaltung Deutschlands.
Deutschland war der Ort, wo die Spaltung Europas am deutlichsten spürbar war. Denn Deutschland war damals ein Objekt und nicht ein Subjekt der Weltpolitik. Die alliierten Soldaten im besetzten Deutschland merken von all dem noch nicht sehr viel. Im Sommer 1946 interessiert man sich mehr für gute Geschäfte auf dem schwarzen Markt oder die Reize der deutschen Fräuleins. Ein bisschen spazieren gehen in the park oder etwas tanzen machen. Im zwischenmenschlichen Bereich wird der Gegensatz von Siegern und Besiegten als erstes überwunden. Ich habe immer versucht, ein neues Verhältnis zu den Deutschen aufzubauen. Und so habe ich mich nie an das Verbot des Fraternisierens gehalten, was ja dann auch sehr bald aufgehoben worden ist. US-Außenminister Burns vollzieht am 6. September 1946 in Stuttgart offiziell die Wende in der amerikanischen Besatzungspolitik. Die Periode der Bestrafung Deutschlands ist zu Ende. Aus dem Feind soll ein Verbündeter werden. Die Rede von Außenminister Burns gab Antwort auf eine Reihe der brennendsten Fragen für Deutschland und das Ausland. Amerika, so erklärte er, wünscht einen dauerhaften Frieden, der Deutschland die Möglichkeit gibt, sich durch Fleiß und Arbeit eines Tages einen geachteten Platz unter den Nationen zu sichern. Die amerikanische Regierung tritt für die wirtschaftliche Vereinigung Deutschlands ein. Eine Forderung, der sich bereits die britische Regierung angeschlossen hat. Wir sind für die wirtschaftliche Vereinigung Deutschlands. Wenn uns das nicht gelingt, sollten wir alles tun, um so viel Einheit wie möglich zu erreichen. Als Burns seine Rede in Stuttgart hielt, war auf der einen Seite Erleichterung, jetzt wird diese reine Besatzungsgeschichte, Besiegtengeschichte weggenommen. Aber wenn dies nicht in ganz Deutschland geschieht, geht es dann nicht auf Teilung hin? US-Oberbefehlshaber General Eisenhower besucht eine deutsche Exportausstellung in München. An seiner Seite der bayerische Wirtschaftsminister Ludwig Erhard. Noch immer steht die Wirtschaft im Zeichen von Demontagen, Verteilungsvorschriften und Bezugsscheinen. Doch die amerikanische Besatzungsmacht wird auch in diesem Bereich bald eine neue Richtung einschlagen. In der sowjetischen Besatzungszone wird der wirtschaftliche Neubeginn ganz besonders durch die systematischen Demontagen von Industrieanlagen behindert. Viele Betriebe arbeiten ausschließlich für die Sowjetunion. Zur Wiedergutmachung. Es ist ein böses Wort. Aber man sprach von Raub und verfuhr nach der Devise: Sie haben uns ausgeplündert, jetzt plündern wir Sie aus. Dabei meinte man aber nicht nur Ostdeutschland, sondern auch Westdeutschland, also das gesamte Deutschland. Das war der absurde Beweggrund, warum Stalin an der Vorstellung eines vereinten Deutschlands so lange festhielt. Die ersten Landtagswahlen sollen Aufschluss geben über die politischen Kräfteverhältnisse in Deutschland. In der sowjetischen Zone genießt die Sozialistische Einheitspartei alle Privilegien und kann die Wähler mit Propaganda überschwemmen. In den Westzonen werden die demokratischen Parteien unterstützt. Die Stunde der Wahrheit kommt im Oktober 1946 bei den Wahlen in Berlin, dem einzigen Ort, wo SPD und SED gegeneinander antreten. Und dann kam das Wahlresultat, ich glaube 48% SPD, knapp 22% CDU, knapp 20% SED und 10% LDPD. An diesem Wahlabend war ich zuerst in Pankow, dann in der Redaktion des Neuen Deutschland, wo der damalige Lex Ende Chefredakteur, was soll ich bloß schreiben und so. Es war also ein unglaublicher Schock. Die sowjetische Führung betrachtet das enttäuschende Ergebnis der Wahl in Berlin als eine Warnung. Es ist klar,
dass die Hoffnungen schwinden, unter demokratischen Bedingungen eigene Vorstellungen durchsetzen zu können. Die SED als führende Kraft hat versagt. Die Stimmung in der Bevölkerung kehrt sich gegen die Besatzer. Da wurde ich ja dann kurz darauf zu einem ziemlich hohen Offizier der sowjetischen Militärverwaltung eingeladen. Und zu einem Privatgespräch, das ging hin und her und so. Und dann sagte, sagen Sie mal, Herr Leonhard, Genosse Leonhard, wie schätzen Sie die Stimmung ein? Stellen Sie sich mal vor, wir würden eine Volksabstimmung in Ostberlin und der Sowjetzone haben, aber echte, mit wirklich geheim und ohne einseitige Beeinflussung. Und den Leuten würde nur die Frage gestellt, sind sie für den Osten oder sind sie für den Westen? Ja, das war ein Offizier der sowjetischen Militäradministration und ich druckste herum. Das war ihm sehr unangenehm, eine sehr heikle Frage. Und er sagte, wir sind hier unter uns. Ich will Ihre eigene genaue Auffassung wissen. Und ich zuckte noch etwas und dann sagte ich, gut, wenn es eine solche Volksabstimmung geben würde, würden 15 bis höchstens 20% für den Osten votieren und 80-85% für den Westen. Diese Einschätzung ist für die sowjetische Militäradministration keine Überraschung, denn tagtäglich fliehen Menschen über die grüne Grenze, vor einer sozialistischen Zukunft und vor wachsenden Repressionen, wie sie jetzt auch immer heftiger im Westen angeprangert werden. Wir können nicht schweigen zu den Misshandlungen und Massenverfolgungen in der Sowjetzone, denn wir wollen uns nicht mitschuldig machen an den dort verübten Verbrechen. New York zu Beginn des Jahres 1947. Vollversammlung der Vereinten Nationen. Die Idee einer Art von Weltregierung, die in Zukunft Kriege verhindern werde, ist längst tot. Zwei rivalisierende Großmächte, rivalisierende Weltanschauungen ringen um die Vorherrschaft. Für eine weitere Zusammenarbeit der Siegermächte gibt es keine Basis mehr. So konzentriert sich die Sowjetunion zunehmend auf Sicherung und Ausweitung ihres Besitzstandes. Im März proklamiert US-Präsident Truman den weltweiten Kampf zwischen Demokratie und Diktatur als Auseinandersetzung zweier Lebensweisen, die unvereinbar sind. Von jetzt an seien die USA entschlossen, überall auf der Welt den Einfluss der Sowjetunion zurückzudrängen und alle demokratisch eingestellten Völker offensiv zu unterstützen, wirtschaftlich, politisch und militärisch. Gleichzeitig wächst in Washington die Überzeugung, dass die Not der Menschen in Europa nur mit einem groß angelegten Hilfsprogramm beseitigt werden kann. Insbesondere aus Deutschland kommen in diesem Winter alarmierende Berichte über Menschen, die in ihren Wohnungen erfrieren oder an Unterernährung sterben. Amerika ist gewillt, den Wiederaufbau zu unterstützen, um politische Unruhen und Verzweiflung zu verhindern. Secretary Marshall explained. Minister Marshall sagte, sein Plan sei nicht gegen ein Land oder eine Ideologie gerichtet, sondern gegen Hunger, Armut, Verzweiflung und Chaos. Der Plan sei kein reines Hilfsprogramm, sondern ein Programm für den Wiederaufbau. Warum soll Amerika helfen? Ohne Hilfe würde alles noch schlimmer werden. Europa könnte dann nicht frei bleiben und ein freies Europa sei unabdingbar für ein freies Amerika. Der Marshallplan werde Europa die Möglichkeit geben, selbst zu entscheiden, ob es frei bleiben wolle. Die Stärke der Amerikaner, der Wirtschaft, die Stärke der amerikanischen Wirtschaft hat natürlich hier eine große Rolle gespielt, gar kein Zweifel. Die Briten hatten nichts, die Franzosen hatten wenig. Und zweifellos war das eine ganz starke Einwirkungsmöglichkeit. Und der neue Markt, der war natürlich da. Die deutsche Geistesgeschichte und die deutsche politische Geschichte und die deutschen ökonomischen Klasseninteressen des Großbesitzes haben zu dem unausweichbaren Punkt geführt, dass in Zukunft die Demokratie in Deutschland sozialistisch sein muss oder gar nicht sein wird.
Die Sozialdemokraten versuchen, die für die britische und amerikanische Zone geschaffenen Institutionen deutscher Selbstverwaltung nach ihren Vorstellungen zu prägen. Gegen den heftigen Widerstand konservativer Politiker und der amerikanischen Besatzungsmacht. Strenge Planwirtschaft und Verstaatlichung der Schlüsselindustrien gelten auch über die Parteigrenzen hinaus als notwendige Maßnahmen, um in Zukunft die verhängnisvolle Politik der Vergangenheit zu verhindern. Die einen glaubten in der Tat, dass es eine wirtschaftspolitische Form sei, die die Wirtschaft in dieser Zeit überhaupt erst ertragen könnte, nämlich raus aus dem kapitalistischen Betrieb derjenigen, die nun auch politisch die Macht in der Hand hatten vor 1933 und nach 1933. Das waren zwei Dinge. Man glaubte, dass wirtschaftspolitisch eine Planung, nicht Kriegsplanung, sondern im großen Stil Planung, unabdingbar sei. Sonst könnte man diese Desastre Wirtschaft überhaupt nicht in den Griff bekommen. Und politisch wollte man die entmachten, die auch nach Meinung der Sozialdemokraten ganz entscheidend zu Hitler und damit auch zum Krieg geführt haben. Most Americans thought during the war, während des Krieges glaubten die meisten Amerikaner, dass Deutschland reformiert werden sollte und dass die Hauptelemente der deutschen Aggression die Beschaffenheit der Industrie und die Regierungsform seien. Es gab eine Reihe von simplen Theorien, die Preußen für den Nationalsozialismus verantwortlich machten, wo doch der Nationalsozialismus stärker Ausdruck süddeutschen Romantizismus war als norddeutscher Disziplin. Die Kombination von beidem war tödlich. Andererseits würde ich sagen, dass die amerikanische Militärregierung den Deutschen zu Reformen verhalf, die Jahrzehnte länger gebraucht hätten, wenn man sie ihren eigenen politischen Entscheidungsprozessen überlassen hätte. Im früheren Volkswagenwerk zu Fallersleben werden wieder Wagen am laufenden Band hergestellt. Die Fabrikhallen, die während des Krieges schwere Schäden erlitten, sind ausgebessert. Rund 18.000 Arbeitskräfte sind in dem Werk und seinen Nebenbetrieben beschäftigt. Die Zeiten, als die Amerikaner als oberstes Ziel die Zerschlagung der deutschen Militärmacht auf ihre Fahnen geschrieben hatten, sind endgültig vorbei. Jetzt kommt es den Strategen im State Department darauf an, die Westzonen Deutschlands fit zu machen für die Auseinandersetzung mit Moskau. In mancher Hinsicht war Deutschland das Herzstück der globalen Konfrontation. Für die Russen war es der ganze Hintergrund für den Konflikt. Sie hatten aber bereits eine kaum lösbare Aufgabe übernommen, was wir damals nicht verstanden haben. Sie mussten in Osteuropa mehr Menschen in Schach halten, als damals im europäischen Teil Russlands lebten. Dabei mussten sie von einem geringeren Standard der Lebensverhältnisse als auch der technischen Entwicklung ausgehen. Und sie hatten kein anderes Mittel als Gewalt. Ich selbst würde annehmen, dass etwa seit Sommer 1947 die Weichen zunächst sehr vorsichtig und später immer deutlicher in eine härtere Richtung gestellt wurden. Für mich war doch sehr entscheidend der zweite Parteitag. Vom 20. bis 24. September 1947 fand in Berlin unter dem Zeichen der Sorge um den Menschen, um die deutsche Nation und ihre sozialistische Zukunft der zweite Parteitag der SED statt. Hinter den Kulissen hat die Stalinisierung der Partei längst begonnen, während nach außen hin der Westen für das Scheitern aller Einheitsbemühungen verantwortlich gemacht wird. Was auch kommen mag, wir müssen und wir werden den Kampf um die Einheit Deutschlands, den Kampf um eine friedliche, demokratische Deutsche Republik fortführen unter dem Banner der geeinten deutschen Arbeiterbewegung. Denn großes Werk gedeiht nur durch Einigkeit. Die Sowjetunion wird immer stärker zum leuchtenden Vorbild hochstilisiert. Auch vom Vorsitzenden der Freien Deutschen Jugend, Erich Honecker. Wenn Sie den Eindruck in der Sowjetunion gewonnen haben, so ist es der, dass der sowjetische Mensch und die sowjetische Jugend den Frieden liebt. Den Frieden liebt, für den Frieden kämpft und arbeitet.
Möge daher die deutsche Jugend mit der gleichen Entschlossenheit für dieses hohe Ziel der Menschheit tätig sein. Frühjahr 1948 war es unübersehbar. Am 20. März verließ Sokolowski den alliierten Kontrollrat für Deutschland. Und man sprach überhaupt nicht mehr von einer antifaschistischen Anti-Hitler-Koalition, sondern plötzlich kamen wieder diese englischen und amerikanischen Imperialisten auf. Je deutlicher wird, dass Stalin alle Einflussmöglichkeiten auf die Entwicklung im Westen verloren hat, desto mehr forciert er die Sowjetisierung Osteuropas. Seit dem gewaltsamen Umsturz in der Tschechoslowakei herrscht Sprachlosigkeit zwischen den Machtblöcken und in Deutschland. Jede Seite glaubt, dass die andere einen verhängnisvollen Weg beschritten habe. Ich hatte das Gefühl, etwas Entscheidendes kann man nicht dagegen tun. Die Deutschen sind nicht stark genug, um diese Art von Teilung aufhalten zu können, zumal es eine Auffassung gab, die sagte, wenn wir erstmal die Westzonen organisieren, dann wird sich ein Gefälle ergeben in Lebensstandard etc. pp. Dann wird die Ostzone schon irgendwann mit dazukommen. Im Wirtschaftsrat der Vereinigten Bizone regiert inzwischen eine Koalition bürgerlicher Parteien unter Führung der CDU. Wirtschaftsdirektor Ludwig Erhard ist zu einem radikalen Bruch mit den Ideen der Planwirtschaft entschlossen. Erhard nutzt die bevorstehende Geldreform für sein Konzept der Marktwirtschaft. Nun ist es soweit. Das neue Geld, in Kisten verpackt, bündelweise. Schon lange vor dem Ausgabetermin des Kopfgeldes haben sich Schlangen an den Auszahlungsstellen gebildet. Keiner will zu spät dran sein. Jeder möchte bald das neue Geld in der Tasche haben. Überall Schlangen. Rekordschlangen. Als am 20. Juni 1948 in den Westzonen das neue Geld ausgegeben wird, lässt Ludwig Erhard gleichzeitig einen Großteil der Bewirtschaftungsmaßnahmen aufheben und gibt so den Startschuss für eine sich frei entfaltende Wirtschaft. Dann geht es schubweise in die Auszahlungsräume hinein. Ausweise, Papiere, altes Geld. Und da liegen sie, die deutschen Markscheine. 40 Mark für jeden. Das Startgeld in einen neuen Abschnitt des Daseins. Der erste Schritt zur Schaffung einer gesunden wirtschaftlichen Basis für die drei westlichen Zonen. Kurz nach der Währungsreform wurde eine Steuerermäßigung bekannt gegeben. Es hat natürlich Leute gegeben, die haben viel, viel Geld eingebüßt. Also wir haben auch eingebüßt, aber es war aber auch eine Erleichterung, dass man sich gesagt hat, wenn das jetzt ist und die paar Mark, die du in der Hand hast, die gelten wenigstens was. Und da kannst du was dafür kriegen. Während vorher hat man das Geld gehabt und hat nichts dafür gekriegt, nicht? Die Währungsreform war der Punkt, wo sichtbar war. Die Sache geht auseinander. Und so schrecklich diese Teilung war, so sehr wurde diese Pille versüßt durch den ungeheuren wirtschaftlichen Aufschwung, der damit verbunden war. Gespaltenes Deutschland durch die Währungsreform. Damit begann's. Barrieren zwischen Ost und West, Nord und Süd. Getrenntes Volk. Getrennte Wirtschaft. Das ist das Werk jener Kriegssetzer vom Schlage Churchills, Bevins und dieser amerikanischen Rüstungsindustriellen mit ihrem Handlanger Klee. Sie brauchen wieder Dumme für einen neuen Krieg. Das Leben während der Periode des Kalten Krieges war natürlich für Journalisten um einiges leichter. Es gab nur Schwarz oder Weiß, Feind oder Freund.
Es gab kein Dazwischen mehr. Als die Westalliierten die Währungsreform auch in den Westsektoren Berlins durchführen, protestiert die Sowjetunion heftig. Damit ist für Stalin ein Bruch alliierter Vereinbarungen erfolgt. Moskau verkündet im Gegenzug eine eigene Geldreform für die Sowjetzone und ganz Berlin. Die Fronten sind verhärtet. Schon früher ist es immer wieder zu Behinderungen des Verkehrs zwischen den Westzonen und Berlin gekommen. Jetzt unterbrechen die Sowjets alle Land- und Wasserwege. Die erste direkte Konfrontation im Kalten Krieg hat begonnen. Die Blockade West-Berlins. September 1949. Bonn, die provisorische Hauptstadt der soeben gegründeten Bundesrepublik Deutschland, rüstet sich für den Tag der ersten Bundestagssitzung. Zum ersten Mal seit 1933 soll eine demokratisch gewählte Regierung wieder die Verantwortung für Deutschland übernehmen. Wenn auch nur in den Teilen des Landes, die von den westlichen Alliierten kontrolliert werden. Als Konrad Adenauer seinen Eid als Bundeskanzler ablegt, ist jenseits des Eisernen Vorhanges die Gründung der sozialistischen DDR bereits beschlossen. Vor Deutschland liegen 40 Jahre der Teilung in Ost und West. Ich war total fasziniert von der Tatsache, dass ich hier von der Geburt einer parlamentarischen Demokratie berichten konnte. Wo sonst hätte man die Chance dazu gehabt? Marxistisch-leninistische Kampfpartei. Parteivorstand wieder, Zentralkomitee, Zentralsekretär, Politbüro, Kontrollkommission, demokratischer Zentralismus. Also das kannte ich ja nun alles. Um Gottes Willen. Jetzt beginnt der Stalinismus auf deutschem. Die große Krise Berlins hält unvermindert an. Sie hat das Gesicht der Stadt verwandelt. Berlin ist ohne Nachschub zu Land und zu Wasser. An den Zonengrenzen im Westen stauen sich die Züge mit Kohlen. Volle Waggons, tote Gleise, keine Durchfahrt. Das ist der Anfangspunkt der Hungerblockade, die von den Sowjets gegen die Westsektoren Berlins verhängt wurde. Berlin bleibt auf dem Laufenden. Am Tage verliest ein Lautsprecherwagen von RIAS, dem Rundfunk im amerikanischen Sektor, die neuesten Nachrichten. Der Reporter auf Rädern vermittelt den Kontakt mit der großen Politik, die um Berlin kreist. Letzten Monat, am 4. Mai, hat unser Außenminister Mr. Bevan im Parlament Folgendes gesagt. Es ist unser Recht, in Berlin zu sein. Es ist unsere Absicht, dort auch zu bleiben. Durch die sowjetische Blockade ist Berlin zum Prüfstein der West-Ost-Auseinandersetzung geworden. Seit dem 26. Juni 1948 werden die Westsektoren von den Amerikanern und Briten aus der Luft versorgt. 11 Monate lang landen die Maschinen im 3-Minuten-Takt und bringen alles, was die 2,5 Millionen Berliner zum Überleben brauchen. Kohlen, getrocknete Nahrungsmittel, Industrieprodukte. Also erstmal, wir haben es nicht geglaubt, dass es funktionieren würde. Zweitens, als es anfing zu funktionieren, waren wir begeistert. Drittens, ich habe damals in Tempelhof gewohnt, nicht? Und über das Haus schwebten die Dinger ein oder starteten wieder. Wir haben fabelhaft geschlafen dabei. Ich bin nur aufgewacht, wenn eine Maschine ausfiel. Da fehlte irgendwas, war plötzlich ruhig, ja? Und wir hatten auch einen Stolz und ich glaube, er war berechtigt. Eine, sagen wir mal, aktionsgeladene, ja, demonstrative Maßnahme, ja, um zu unterstreichen, was die andere Seite wieder für Verbrecher sind. Nicht? So wurde das von uns gesehen und so wurde es auch von uns kommentiert. Die Kohlenzufuhr für den Ostsektor läuft reibungslos. Die Westberliner Kohlenkeller sind leer. Im Ostsektor Strom, im Westen totale Verdunklung. Im Sowjetsektor fahren die Straßenbahnen fast ununterbrochen.
Im Westen Stillstand auf der ganzen Linie. Im Sowjetsektor erhält die Bevölkerung hochwertige Lebensmittel, Frischfleisch und Frischkartoffeln. Im Westsektor Walzmehl und Kartoffelschnitzel. Der Ostsektor bot an frische Kartoffeln auf die Marken, wenn die Leute rüberkommen und sie sich holten. Und die Leute haben dieses scheußlichen Kartoffelpuder, der aus Gewichtsgründen transportiert wurde, mit Wasser angerührt, dann aber vorgezogen. Die Kundgebung von 250.000 Berlinern am 9. September kommentiert Ruth Andreas Friedrich in ihrem Tagebuch. Sie taten es in heiligem Zorn für eine gerechte Sache. Wir gehören zum Westen. Wir müssen es beweisen. Dieses Volk von Berlin heute ruft die ganze Welt. Ihr Völker der Welt. Ihr Völker in Amerika, in England, in Frankreich, in Italien, schaut auf diese Stadt und erkennt, dass ihr diese Stadt und dieses Volk nicht preisgeben dürft, nicht preisgeben könnt. Die Behauptung der Freiheit, das war keine Redensart, sondern das war ein großes Erlebnis, dass Deutsche, wenn sie können, bereit sind, etwas für ihre Freiheit zu tun. Und dies ist der Punkt gewesen, diese Haltung der Westberliner, der zum ersten Mal nach dem Kriege in Amerika das Bild über Deutschland und die Deutschen verändert hat. Da wurde der Grundstein für die spätere Freundschaft gelegt. Das war natürlich auch zum Teil ein bisschen berlinisch insofern, wir wären natürlich verloren gewesen, wenn die Amis nicht entschieden hätten, da zu bleiben. Jenseits der Sektorengrenze im Osten Berlins ist die wirtschaftliche Situation weit problematischer, als die Wochenschau suggerieren möchte. Trotz gewisser Fortschritte ist ein Ende der strengen Rationierung von Lebensmitteln und Konsumgütern in der sowjetischen Besatzungszone nicht in Sicht. Nach wie vor geht ein Teil der Produktion direkt als Wiedergutmachung in die Sowjetunion. Viele Arbeiter sind dennoch hoffnungsvoll, dass eine neue Zeit begonnen hat, in der Volkseigentum und Solidarität Kapitalismus und Ausbeutung ersetzen. Seit Walter Ulbricht Ende Juni 1948 den ersten Zweijahresplan vorgestellt hat, ist der Osten offiziell auf dem Weg zur zentralistischen Planwirtschaft. Nicht das Volk, sondern die SED kontrolliert die Schlüsselstellungen der Wirtschaft. Im Oktober 1948 initiiert die Partei nach sowjetischem Muster eine Aktivistenbewegung. Der Kumpel Adolf Hennecke erfüllt nach entsprechender Vorbereitung sein Tagessoll im Steinkohlebergbau zu 380% und wird zum nationalen Vorbild hochstilisiert. Auf mich hat der Alltag gewirkt. Ja? Der Alltag in der Stadt, im Wohngebiet, in den Betrieben, die ich kam. Als Wirtschaftsredakteur bin ich ja fast jede Woche in Betrieben gewesen. Und dort habe ich bemerkt, dass es einen ungeheuren Elan überall gab. Ja? Wenn ich an die Arbeiter denke, denen ich begegnet bin, wie die ihre Betriebe wieder aufgebaut haben, wie die aufgeräumt haben, wie die versucht haben, Leistung zu steigern, zu produzieren. Nicht? Das war die Atmosphäre, die ich erlebt habe und die mich gefangen genommen hat. Stalins Kurs der Sowjetisierung Osteuropas wirkt sich auch auf die SED aus. Die Partei hat längst die führende Rolle auf allen Ebenen inne und beginnt jetzt auch in den eigenen Reihen damit, alle nach Eigenständigkeit strebenden Kräfte auszuschalten. Das Wort Säuberung kam wieder vor. Säuberung der Partei von antisowjetischen, antiparteilichen Elementen. Der Begriff Wachsamkeit, den ich noch aus der Sowjetunion Bedikelnost kannte, der mir also doch ein Schauer, es war wie ein kalter Schauer im Rücken. Und dann die Errichtung der Partei, Zentralen Parteikontrollkommission. Und der Hermann Matern,
der Landesparteikontrollkommission und der Kreisparteikontrollkommission. Und Parteikontrollkommission, das kannte ich nun auch aus der Sowjetunion. Und im ideologischen Bereich dann die Selbstkritik von Anton Ackermann Ende September 1948. Es gibt keinen eigenständigen Weg zum Sozialismus. Das könnte eine Abgrenzung von der Sowjetunion sein. Es gibt nur einen Weg, den Weg der Sowjetunion. Lenin und Stalin wurden nun immer wieder eingeführt. Und vor allem Stalin. 30 Jahre Komsomol. Das ist der ruhmvolle Weg einer Jugend, die es verstand, wie die Sache des Friedens, des Fortschrittes und des Sozialismus zu kämpfen. Das dauert alles etwas, ja, bis das Wasser, was man oben eingießt, unten ankommt. Das ist relativ spät angekommen bei uns. Ich kann mich noch erinnern, dass wir in dieser Zeit, die Rundfunkjournalisten in dieser Zeit, eine Zusammenkunft mit Walter Ulbricht hatten. Ja, ich habe sogar noch das Manuskript zu Hause, wo er uns intensiv aufgefordert hat, ja, zu einer der Grundaufgaben des Journalismus kritisch zu sein, Kritik zu üben. Nichts zu akzeptieren, was uns nicht gefällt, sondern immer doch den Finger auf die Wunde zu legen. Unter der Fassade und dem äußeren Erscheinungsbild einer antifaschistisch-demokratischen Republik waren schon bürokratische Apparate entstanden. Und die waren 1948 stark genug, um die Entscheidungen durchzusetzen. Ich sehe also diese Entwicklung in erster Linie aus inneren Gesetzmäßigkeiten und glaube nicht, dass der Kalte Krieg, der damals entstand, dafür herangezogen werden kann. In Sachen Propaganda ist auch der Westen auf der Höhe der Zeit. Ein Film der amerikanischen Militärregierung schildert die Gegensätze in Deutschland. Zwei Städte. Dies ist Dresden, tief in der sowjetischen Zone Deutschlands. Der Zone des demokratischen Wiederaufbaus, wie die Kommunisten gerne sagen. Dies ist das Land des Zwei-Jahres-Plans und des Halbjahresplans. Kommunistische Wirtschaftstheorie ist einfach. Mehr produzieren, besser leben und auf den nächsten Zwei-Jahres-Plan warten. »1949 warten die Dresdner noch immer auf mehr Lebensmittel und weniger Schnaps, auf mehr Fleisch und weniger Brennholz.« »Ein Morgen in Stuttgart. Die Stadt ist zu neuem Leben erwacht.« »1949 ist Stuttgart wieder eine blühende Metropole. Es gibt wenig politische Plakate an Stuttgarts Mauern, dafür aber jede Menge Waren in Stuttgarts Geschäften. Es ist eine Stadt der Schaufenster, nicht der Propaganda. Hier in Westdeutschland hat das Preisschild die Parolen ersetzt.« Die vollgefüllten Schaufenster können nicht die Tatsache verdecken, dass seit der Währungsreform und der Aufhebung der meisten Bewirtschaftungsmaßnahmen ein Großteil der Bevölkerung sich diese Waren gar nicht leisten kann. Ständige Preissteigerungen und hohe Arbeitslosigkeit trüben das Bild vom Aufschwung. Und dennoch wächst das Vertrauen in die Politik von Wirtschaftsdirektor Ludwig Erhard. Die Menschen haben die ewigen Reglementierungen einfach satt. Gegen alle Widerstände von links und von rechts setzt Erhard sein Programm durch. Er hat bewusst sich von dem Begriff gelöst, nur Marktwirtschaft. Also nur der alleinige Vorrang der aller Entscheidungen im wirtschaftlichen Bereich ist Marktwirtschaft. Nein, er sagt, die Marktwirtschaft kann nur funktionieren, wenn sie den sozialen Teil dabei hat, der Anteil der Arbeitnehmerschaft an der Entwicklung der Marktwirtschaft. Deshalb soziale Marktwirtschaft. Britain was broke. France was broke. Großbritannien war pleite, Frankreich war pleite. Und wer hat die Deutschen zur Marktwirtschaft gebracht?
die Amerikaner. Warum? Das war keine Frage von Wirtschaftstheorien, sondern hatte ganz allein damit zu tun, dass die Deutschen, dass Deutschland dem amerikanischen Steuerzahler nicht länger auf der Tasche liegen sollte. Die Amerikaner mit ihrer wirtschaftlichen und militärischen Stärke prägen entscheidend die Entwicklung der Westzonen. Sie garantieren die Sicherheit nicht allein für West-Berlin und sträuben sich gegen jedwede Tendenz zu wirtschaftspolitischen Maßnahmen sozialistischer Prägung. Abgesichert ist diese Strategie durch die Finanzhilfen im Rahmen des Marshallplanes. Als sich am 12. Mai 1949 der Schlagbaum am Kontrollpunkt Drei Linden öffnet und so symbolisch die Blockade Berlins beendet wird, ist die Teilung Deutschlands längst vollzogen. Zu weit haben sich die sowjetische Besatzungszone und die Westzonen bereits auseinanderentwickelt. Wurde der Parlamentarische Rat eingesetzt. Als Ergebnis des Parlamentarischen Rats gab es die Bundesrepublik. Und im Grunde war das gewollt. Wir wollen uns im Westen nicht aufhalten lassen durch das ewige Nein der Sowjets. Wir organisieren dann unsere Zonen allein. Und die deutschen West waren dafür. Und die deutschen Ost guckten zu, die hatten gar nichts zu sagen. Und was sollten sie denn auch machen? Und das Gefühl, das danach entstand, das hatte ich auch. Die deutschen West haben den deutschen Ost den Rücken zugewendet. In Bonn tagt seit dem Sommer 1948 der Parlamentarische Rat. Die Abgeordneten sind von den drei westlichen Besatzungsmächten autorisiert, das Grundgesetz für einen demokratischen und sozialen Rechtsstaat auszuarbeiten, mit Betonung der persönlichen und organisatorischen Freiheitsrechte. In Bonn rückt vor allem ein 73-jähriger Christdemokrat in den Mittelpunkt der Öffentlichkeit. Konrad Adenauer, der Präsident des Parlamentarischen Rates. Ich würde sagen, er war ein Mann, der damals der Bevölkerung, aber auch seinen Mitarbeitern, allen, die mit ihm in Berührung kamen, Vertrauen einflößte. Und das war damals unglaublich wichtig. Wenn alles kaputt ist rund um einen, dann so einen da zu sagen, der sagt, es ist so. Adenauer hat sich in den Westzonen als Motor der CDU profiliert, gegen den einflussreichen Arbeitnehmerflügel. Sein schärfster Widersacher ist jedoch der SPD-Vorsitzende Kurt Schumacher, der rastlose Streiter für einen demokratischen Sozialismus. Er war vollkommen aufrichtig. Er war einer der wenigen, die damals sich wirklich als aufrichtig erwiesen haben. Er hatte keine Hintergedanken. Er wollte das tun, wovon er überzeugt war. Ich habe ihn außerordentlich respektiert und viele Interviews mit ihm gemacht. Aber ihm fehlte einfach die Leichtigkeit, die Adenauer besaß. The light touch, which Adenauer had. Obwohl Adenauer nicht ganz den Optimismus von Ludwig Erhard für die wirtschaftliche Entwicklung teilt, stellt er den Wirtschaftsdirektor in den Mittelpunkt des Wahlkampfes zum ersten Deutschen Bundestag. Erhard zieht erfolgreich gegen die SPD und die Planwirtschaft zu Felde. Kurt Schumacher betont, seine Partei werde sich an keiner Regierung beteiligen, in der Erhard Wirtschaftsminister sei. Ich hatte damals das Gefühl, ich hatte den Schumacher während der Wahlkampagne zum ersten Deutschen Bundestag Anfang 49 oder im Laufe des Jahres 49 in Hamburg gesprochen und bin jedenfalls aus dem Gespräch zurückgekommen mit dem Eindruck, den ich auch meiner Redaktion berichtet habe, der will gar nicht gewinnen. Und zwar hatte ich das Gefühl, er ist der Auffassung, die erste Regierung, die hier antritt, muss in relativ kurzer Zeit scheitern, wegen der wirtschaftlichen Situation und Schwierigkeiten etc. pp. Und wenn sie gescheitert wird, dann werden wir, die Sozialdemokraten, kommen und für lange Zeit wirklich den Kurs dieses Landes bestimmen. Hätte es damals eine sozialdemokratische
Mehrheit gegeben, die also einen ganz anderen Weg hätte gehen wollen, wären die Amerikaner bestimmt nicht eingeschritten. Sie hätten höchstwahrscheinlich mit der Hilfe sich etwas zurückgezogen. Westdeutschland wählte seinen ersten Bundestag. Von der Meeresküste bis zum kleinen Gebirgsdorf folgten die Angehörigen aller Klassen und Schichten den Aufrufen zur Wahl. Frühmorgens in Cuxhaven. Die Fischer und Seeleute wählen, ehe sie an die Sonntagsarbeit gehen. Auch Deutschlands einzige Leuchtturmwärterin geht zur Wahl. Während die Tage vor dem 14. August noch im Zeichen heftigen Propagandakampfes standen, verlief der Wahltag selbst in allen drei Westzonen ruhig. Auch im Ruhrgebiet war die Wahlbeteiligung hoch. Überall gaben die Arbeiter der Gruben und Eisenwerke ihre Stimme für den ersten deutschen Bundestag ab. Um 8 Uhr abends war es soweit. Die Wahllokale wurden geschlossen und die Wahlurnen unter Polizeiaufsicht zum Hauptwahlamt gebracht. Zähler und Rechenmaschinen traten in Tätigkeit. Nach 16 Jahren wurde in Deutschland wieder eine demokratische Regierung gewählt. Im ersten Bundestag waren alle Parteien vertreten, einschließlich der Kommunisten, und alle waren ehrlich bestrebt, Deutschland wieder in die Völkergemeinschaft zurückzubringen. Es ging ihnen nicht um Privilegien, eine Datscha oder eine Geliebte. Niemand hatte Geld, sie fuhren mit dem Fahrrad oder teilten sich an den Volkswagen. Es waren einfach ehrliche Leute. Also wir wurden da zur ersten Fraktionssitzung eingeladen, wir kamen also rauf. Und dann haben wir gedacht, jetzt, wer wird denn jetzt der Fraktionsvorsitzende? Da wird wohl so ein Gerangel losgehen da, nicht? Also, man wusste ja, dass die Arbeitnehmerschaft, insbesondere in Nordrhein-Westfalen, außerordentlich stark war. Hans Albers und wie sie alle die Sozialpolitik da geheißen haben. Und also Jakob Kaiser und ganz gewaltig. Also, da steht einer auf, den ich nur den Namen nachkannte. Ein alter Herr stand auf und sagte, also meine Damen und Herren, Sie sind doch damit einverstanden, dass ich den Vorsitz übernehme. Da kam Gemurmel, aber es gab nichts weiter. Konrad Adenauer lehnt die Zusammenarbeit mit den Sozialdemokraten ab und hat hinter den Kulissen längst die Weichen für eine bürgerliche Koalition gestellt, unter seiner Führung. Man einigt sich auf den liberalen Theodor Heuss als Staatsoberhaupt. Adenauer selbst wird am 15. September 1949 mit einer Stimme Mehrheit zum Regierungschef gewählt. Als Bundeskanzler wird er Politik und Gesellschaft der Bundesrepublik Deutschland 14 Jahre lang entscheidend prägen. They trusted him. Sie vertrauten ihm. Wir kennen natürlich die Geschichte, dass er mit nur einer Stimme Mehrheit gewählt worden ist. Aber er war einfach eine unglaubliche Persönlichkeit. Er hat mir als Journalist etwas Wesentliches beigebracht. Er sagte, wenn Sie über eine Geschichte oder über ein Land berichten, lösen Sie sich von der Geschichte und blicken Sie wie ein Adler von oben darauf. Und nur so bekommen Sie einen genauen Eindruck von dem Land und wie es sich in sein Umfeld einfügt. Der Spalterkanzler Adenauer, der ja schon mal im unmittelbar nach dem Ersten Weltkrieg mit separatistischen Aktionen und Tendenzen als Politiker aufgetreten ist. Ja, das war eigentlich der Fall, mit dem wir uns dauernd beschäftigt haben. Wir waren fest davon überzeugt, dass es möglich gewesen wäre, wenn man unsere Intentionen durchgeführt hätte, dass es zur Einheit Deutschlands damals gekommen wäre. Am 7. Oktober 1949 wurde die Deutsche Demokratische Republik gegründet. An ihre Spitze trat als der von der Volksvertretung gewählte Präsident Wilhelm Pieck. Er berief Otto Grotewohl zum Ministerpräsidenten und Walter Ulbricht zum stellvertretenden Ministerpräsidenten. Armeegeneral Tschuikow übergab die bisher von der SMA ausgeübten Regierungsfunktionen der provisorischen Regierung. Mit tiefer Bewegung erfuhr das deutsche Volk von der telegrafischen Botschaft Stalins an Wilhelm Pieck und Otto Grotewohl. Die Gründung der Deutschen Demokratischen Republik
hieß es in Stalins Botschaft, ist ein Wendepunkt in der Geschichte Europas. Hunderttausende und Millionen fühlten, dass Deutschland, und sei es auch vorerst nur zu einem Teil, einen neuen Weg beschritt, der ihm die Freundschaft aller ehrlichen Menschen sicherte. Für uns waren die Repräsentanten des Staates Wilhelm Pieck und Otto Grote wohl. Und die waren uns, mit denen konnte man reden, mit denen konnte man auch mal Tacheles reden, ja, mit denen konnte man zu Vereinbarungen, zu vernünftigen Vereinbarungen kommen. Also das hat wunderbar funktioniert. Also wir hatten da keinen Grund. Wer Moskau miterlebt hat, die Emigration und diese ganzen Erlebnisse hatte, über die nicht gesprochen wurde, der hatte sicherlich eine andere Position zu diesen Dingen. Ich weiß noch ganz genau, dass ich gesagt habe, dieser Staat hat keine demokratische Legitimation. Denn es hat ja keine Wahlen gegeben, sondern vorher ein Volksrat, Einheitsliste. Und ist also ohne demokratische Legitimation erfolgt. Die Spaltung hat mich gar nicht so interessiert, sondern die nicht demokratische Legitimation des Staates DDR. Als Bundeskanzler Adenauer auf dem Petersberg bei Bonn das Besatzungsstatut von den drei westlichen Hohen Kommissaren entgegennimmt, sind die Fronten in Deutschland klargezogen. 40 Jahre lang werden sich die Bundesrepublik Deutschland und die Deutsche Demokratische Republik als feindliche Brüder gegenüberstehen. Zwei deutsche Staaten, der eine auf dem Weg nach Europa und in die Allianz der westlichen Demokratien, der andere auf dem Weg in eine sozialistische Zukunft von Stalins Gnaden. Insofern ist der Ausgangspunkt 1949 mit Bildung der beiden deutschen Staaten im Grunde bestimmend gewesen, indem das Gleis gelegt wurde, auf den beide Staaten gingen. Es geht ja nicht nur um den Zug in einer bestimmten Richtung, sondern es geht dann auch um die Ausstattung des Zuges und so weiter. Und da haben dann die Deutschen doch sehr bald sehr weitgehend selbst mitgewirkt. Und ich muss immer wieder rückwirkend sagen, positiv mitgewirkt. Zweifel hatte ich, wie schnell es geht. Ich hatte noch keine Vorstellung, dass wir innerhalb von 10 Jahren diesen Trümmerhaufen wieder beseitigen, dass wieder die Städte aufgebaut sind, dass die Wirtschaft wieder funktioniert, dass wir wieder immer stärker in eine politische und vor allen Dingen wirtschaftliche Position rücken, innerhalb des Weltmaßstabes, in Europa sowieso, daran. Diese Fantasie hatten wir nicht. Schwebten die Dinger ein oder starteten wieder. Wir haben fabelhaft geschlafen dabei. Ich bin nur aufgewacht, wenn eine Maschine ausfiel. Da fehlte irgendwas, war plötzlich ruhig. Ja? Und wir hatten auch einen Stolz, und ich glaube, er war berechtigt. Eine, sagen wir mal, aktionsgeladene, ja, demonstrative Maßnahme, ja, um zu unterstreichen, was die andere Seite wieder für Verbrecher sind. Nicht? So wurde das von uns gesehen und so wurde es auch von uns kommentiert. Die Kohlenzufuhr für den Ostsektor läuft reibungslos. Die Westberliner Kohlenkeller sind leer. Im Ostsektor Strom, im Westen totale Verdunklung. Im Sowjetsektor fahren die Straßenbahnen fast ununterbrochen. Im Westen Stillstand auf der ganzen Linie. Im Sowjetsektor erhält die Bevölkerung hochwertige Lebensmittel, Frischfleisch und Frischkartoffeln. Im Westsektor Walzmehl und Kartoffelschnitzel. Der Ostsektor bot an frische Kartoffeln auf die Marken, wenn die Leute rüberkommen und sie sich holten. Und die Leute haben dieses scheußliche Kartoffelpuder
aus Gewichtsgründen transportiert wurde, mit Wasser angerührt, dann vorgezogen. Die Kundgebung von 250.000 Berlinern am 9. September kommentiert Ruth Andreas Friedrich in ihrem Tagebuch. Sie taten es in heiligem Zorn, für eine gerechte Sache. Wir gehören zum Westen. Wir müssen es beweisen. Dieses Volk von Berlin heute ruft die ganze Welt. Ihr Völker der Welt, ihr Völker in Amerika, in England, in Frankreich, in Italien, schaut auf diese Stadt und erkennt, dass ihr diese Stadt und dieses Volk nicht preisgeben dürft. Nicht preisgeben können. Die Behauptung der Freiheit, das war keine Redensart, sondern das war ein großes Erlebnis, dass Deutsche, wenn sie können, bereit sind, etwas für ihre Freiheit zu tun. Pille versüßt durch den ungeheuren wirtschaftlichen Aufschwung, der damit verbunden war. Gespaltenes Deutschland durch die Währungsreform. Damit begann's. Barrieren zwischen Ost und West, Nord und Süd. Getrenntes Volk, getrennte Wirtschaft. Das ist das Werk jener Kriegssetzer vom Schlage Churchills, Bevins und dieser amerikanischen Rüstungsindustriellen mit ihrem Handlanger Klee. Sie brauchen wieder Dumme für einen neuen Krieg. Das Leben während der Periode des Kalten Krieges war natürlich für Journalisten um einiges leichter. Es gab nur Schwarz oder Weiß, Feind oder Freund. Es gab kein Dazwischen mehr. Als die Westalliierten die Währungsreform auch in den Westsektoren Berlins durchführen, protestiert die Sowjetunion heftig. Damit ist für Stalin ein Bruch alliierter Vereinbarungen erfolgt. Moskau verkündet im Gegenzug eine eigene Geldreform für die Sowjetzone und ganz Berlin. Die Fronten sind verhärtet. Schon früher ist es immer wieder zu Behinderungen des Verkehrs zwischen den Westzonen und Berlin gekommen. Jetzt unterbrechen die Sowjets alle Land- und Wasserwege. Die erste direkte Konfrontation im Kalten Krieg hat begonnen. Die Blockade West-Berlins. September 1949. Bonn, die provisorische Hauptstadt der soeben gegründeten Bundesrepublik Deutschland, rüstet sich für den Tag der ersten Bundestagssitzung. Zum ersten Mal seit 1933 soll eine demokratisch gewählte Regierung wieder die Verantwortung für Deutschland übernehmen, wenn auch nur in den Teilen des Landes, die von den westlichen Alliierten kontrolliert werden. Als Konrad Adenauer seinen Eid als Bundeskanzler ablegt, ist jenseits des Eisernen Vorhanges die Gründung der sozialistischen DDR bereits beschlossen. Vor Deutschland liegen 40 Jahre der Teilung in Ost und West. Ich war total fasziniert von der Tatsache, dass ich hier von der Geburt einer parlamentarischen Demokratie berichten konnte. Wo sonst hätte man die Chance dazu gehabt? Marxistisch-leninistische Kampfpartei. Parteivorstand wieder, Zentralkomitee, Zentralsekretär, Politbüro, Kontrollkommission, demokratischer Zentralismus. Also das kannte ich ja nun alles. Um Gottes Willen. Jetzt beginnt der Stalin. Die Leuchtturmwärterin geht zur Wahl. Während die Tage vor dem 14. August noch im Zeichen heftigen Propagandakampfes standen, verlief der Wahltag selbst in allen drei Westzonen ruhig. Auch im Ruhrgebiet war die Wahlbeteiligung hoch. Überall gaben die Arbeiter der Gruben und Eisenwerke ihre Stimme für den ersten deutschen Bundestag ab. Um 8 Uhr abends war es soweit. Die Wahllokale wurden geschlossen und die Wahlurnen unter Polizeiaufsicht zum Hauptwahlamt gebracht. Zähler und Rechenmaschinen traten in Tätigkeit. Nach 16 Jahren wurde in Deutschland wieder eine demokratische Regierung gewählt.
Im ersten Bundestag waren alle Parteien vertreten, einschließlich der Kommunisten. Und alle waren ehrlich bestrebt, Deutschland wieder in die Völkergemeinschaft zurückzubringen. Es ging ihnen nicht um Privilegien, eine Datscha oder eine Geliebte. Niemand hatte Geld. Sie fuhren mit dem Fahrrad oder teilten sich an den Volkswagen. Es waren einfach ehrliche Leute. Also wir wurden da zur ersten Fraktionssitzung eingeladen. Wir kamen also rauf. Und dann haben wir gedacht, jetzt, wer wird denn jetzt der Fraktionsvorsitzende? Da wird wohl so ein Gerangel losgehen. Da, nicht? Also, man wusste ja, dass die Arbeitnehmerschaft, insbesondere in Nordrhein-Westfalen, außerordentlich stark war. Hans Albers und wie sie alle die Sozialpolitik da geheißen haben. Und also Jakob Kaiser und ganz gewaltig. Also da steht einer auf, den ich nur den Namen nachkannte. Ein alter Herr stand auf und sagte, also meine Damen und Herren, Sie sind doch damit einverstanden, dass ich den Vorsitz übernehme. Da kam Gemurmel, aber es kam nichts weiter. Konrad Adenauer lehnt die Zusammenarbeit mit den Sozialdemokraten ab und hat hinter den Kulissen längst die Weichen für eine bürgerliche Koalition gestellt, unter seiner Führung. Man einigt sich auf den liberalen Theodor Heuss als Staatsoberhaupt. Adenauer selbst wird am 15. September 1949 mit einer Stimme Mehrheit zum Regierungschef gewählt. Als Bundeskanzler wird er Politik und Gesellschaft der Bundesrepublik Deutschland 14 Jahre lang entscheidend prägen. Sie vertrauten ihm. Wir kennen natürlich die Geschichte, dass er mit nur einer Stimme Mehrheit gewählt worden ist. Aber er war einfach eine unglaubliche Persönlichkeit. Er hat mir als Journalist etwas Wesentliches beigebracht. Er sagte, wenn Sie über eine Geschichte oder über ein Land berichten, lösen Sie sich von der Geschichte und blicken Sie wie ein Adler von oben darauf. Und nur so bekommen Sie einen genauen Eindruck von dem Land und wie es sich in sein Umfeld einfügt. Der Spalterkanzler Adenauer, ja, der... Herr Ulbricht Ende Juni 1948 den ersten Zweijahresplan vorgestellt hat, ist der Osten offiziell auf dem Weg zur zentralistischen Planwirtschaft. Nicht das Volk, sondern die SED kontrolliert die Schlüsselstellungen der Wirtschaft. Im Oktober 1948 initiiert die Partei nach sowjetischem Muster eine Aktivistenbewegung. Der Kumpel Adolf Hennecke erfüllt nach entsprechender Vorbereitung sein Tagessoll im Steinkohlebergbau zu 380% und wird zum nationalen Vorbild hochstilisiert. Auf mich hat der Alltag gewirkt. Ja? Der Alltag in der Stadt, im Wohngebiet, in den Betrieben, die ich kam. Als Wirtschaftsredakteur bin ich ja fast jede Woche in Betrieben gewesen. Und dort habe ich bemerkt, dass es einen ungeheuren Elan überall gab. Ja? Wenn ich an die Arbeiter denke, denen ich begegnet bin, wie die ihre Betriebe wieder aufgebaut haben, wie die aufgeräumt haben, wie die versucht haben, Leistung zu steigern, zu produzieren. Nicht? Das war die Atmosphäre, die ich erlebt habe und die mich gefangen genommen hat. Stalins Kurs der Sowjetisierung Osteuropas wirkt sich auch auf die SED aus. Die Partei hat längst die führende Rolle auf allen Ebenen inne und beginnt jetzt auch in den eigenen Reihen damit, alle nach Eigenständigkeit strebenden Kräfte auszuschalten. Das Wort Säuberung kam wieder vor. Säuberung der Partei von antisowjetischen, antiparteilichen Elementen. Der Begriff Wachsamkeit, den ich noch aus der Sowjetunion Bedikelnost kannte, und der mir also doch ein Schauer, es war wie ein kalter Schauer im Rücken. Und dann die Errichtung der Partei, Zentralen Parteikontrollkommission. Und der Hermann Matern, der Landesparteikontrollkommission und der Kreisparteikontrollkommission. Und Parteikontrollkommission, das kannte ich nun auch aus der Sowjetunion. Und im ideologischen Bereich dann die Selbstkritik von Anton Ackermann Ende September 1948. Es gibt keinen eigenständigen Weg zum Sozialismus. Das könnte eine Abgrenzung von der Sowjetunion sein. Es gibt nur einen Weg, den Weg der Sowjetunion. Lenin und Stalin wurden nun immer wieder eingeführt. Und vor allem Stalin. 30 Jahre kommt zum Moll. Das ist der ruhmvolle Weg einer Jugend, die es verstand, wie die Sache des Friedens, des Fortschrittes und des Sozialismus zu kämpfen. In der Sonne.
Das dauert alles etwas, ja, bis das Wasser, was man oben eingießt, unten ankommt. Truman entschlossen, den sowjetischen Diktator in seine Schranken zu verweisen. Die Allianz, die gegen Hitler gekämpft hatte, zerbricht im besiegten Deutschland. Es ist der Beginn des Kalten Krieges. Die Ursprünge des Kalten Krieges reichen zurück in den Zeitraum von Mitte 1945 bis ins Jahr 1947. Und er wurde zum größten Teil ausgelöst von Stalins Politik, zum Teil aber auch von der Unfähigkeit der Amerikaner, Stalins Gedankengänge zu verstehen und von ihrem Unvermögen, am Ende des Krieges entscheidende Verhandlungen durchzusetzen, als das noch möglich war. Man hat mit sich selbst so viel zu tun gehabt, gell? In dem Frankfurt selbst so viel mit dem Aufbau und so weiter, dass man das andere doch immer so ein bisschen auf die Seite geschoben hat, gell? Sommer 1946. In Deutschland wird abgerissen. Die Ruinen des Krieges sollen verschwinden. Zukunft, Aufbau, etwas Neues schaffen. Die Lethargie aus den Tagen des Zusammenbruchs ist vorbei. Hier war nichts möglich gewesen, ohne dass man sich eingesetzt hat. Also jeder, der hier wieder zurückgekommen ist, der hat angepackt. Wissen Sie, man ist ja auch in dieser Zeit so bescheiden geworden, dass man sich über jeden Backstein fasst, den man wieder aufgesetzt hat, hat man sich freuen können. Hunger und Not bestimmen nach wie vor den Alltag in Deutschland. Die Menschen sind angewiesen auf tatkräftige Hilfe aus dem Ausland. Ungezählte Care-Pakete sichern das Überleben. Noch immer wird das Land von den Siegermächten kontrolliert, aufgeteilt in 4 Besatzungszonen, gefangen in einem Netz von politischen Konflikten und persönlichen Schicksalen. Menschen hausen in Baracken, verweht in den Wirren des Krieges oder gewaltsam vertrieben aus Ostpreußen, Schlesien und dem Sudetenland. Soldaten kehren heim aus der Gefangenschaft. In die Freude mischt sich der Schmerz derer, die weiter in Ungewissheit leben müssen. Ich habe so gehofft, gell? Bis zuletzt. Und der Erste, der mir geschrieben hat, der hat aus dem Gefangenenlager hat er an mich geschrieben. Und der schrieb, da war der noch in... Wir nein der Sowjets. Wir organisieren dann unsere Zonen allein. Und die deutschen West waren dafür. Und die deutschen Ost guckten zu, die hatten gar nichts zu sagen. Und was sollten sie denn auch machen? Und das Gefühl, das danach entstand, das hatte ich auch. Die deutschen West haben den deutschen Ost den Rücken zugewendet. In Bonn tagt seit dem Sommer 1948 der Parlamentarische Rat. Die Abgeordneten sind von den 3 westlichen Besatzungsmächten autorisiert, das Grundgesetz für einen demokratischen und sozialen Rechtsstaat auszuarbeiten, mit Betonung der persönlichen und organisatorischen Freiheitsrechte. In Bonn rückt vor allem ein 73-jähriger Christdemokrat in den Mittelpunkt der Öffentlichkeit. Konrad Adenauer, der Präsident des Parlamentarischen Rates. Ich würde sagen, er war ein Mann, der damals der Bevölkerung, aber auch seinen Mitarbeitern, allen, die mit ihm in Berührung kamen, Vertrauen einflößte. Und das war damals unglaublich wichtig. Wenn alles kaputt ist rund um einen, dann so einen da zu sagen, der sagt, es ist so. Adenauer hat sich in den Westzonen als Motor der CDU profiliert. Gegen den einflussreichen Arbeitnehmerflügel. Sein schärfster Widersacher ist jedoch der SPD-Vorsitzende Kurt Schumacher, der rastlose Streiter für einen demokratischen Sozialismus. Er war vollkommen aufrichtig.
Er war einer der wenigen, die damals sich wirklich als aufrichtig erwiesen haben. Er hatte keine Hintergedanken. Er wollte das tun, wovon er überzeugt war. Ich habe ihn außerordentlich respektiert und viele Interviews mit ihm gemacht. Aber ihm fehlte einfach die Leichtigkeit, die Adenauer besaß. Obwohl Adenauer nicht ganz den Optimismus von Ludwig Erhard für die wirtschaftliche Entwicklung teilt, stellt er den Wirtschaftsdirektor in den Mittelpunkt des Wahlkampfes zum ersten Deutschen Bundestag. Erhard zieht erfolgreich gegen die SPD und die Planwirtschaft zu Felde. Kurt Schumacher betont, seine Partei werde sich an keiner Regierung beteiligen, in der Erhard Wirtschaftsminister sei. Ich hatte damals das Gefühl, ich hatte den Schumacher während der Wahlkampagne zum ersten Deutschen Bundestag Anfang 49 oder im Laufe des Jahres 49 in Hamburg gesprochen und bin jedenfalls aus dem Gespräch zurückgekommen mit dem Eindruck, den ich auch meiner Redaktion berichtet habe, der will gar nicht gewinnen. Theorien, die Preußen für den Nationalsozialismus verantwortlich machten, wo doch der Nationalsozialismus stärker Ausdruck süddeutschen Romantizismus war als norddeutscher Disziplin. Die Kombination von beidem war tödlich. Andererseits würde ich sagen, dass die amerikanische Militärregierung den Deutschen zu Reformen verhalf, die Jahrzehnte länger gebraucht hätten, wenn man sie ihren eigenen politischen Entscheidungsprozessen überlassen hätte. Im früheren Volkswagenwerk zu Fallersleben werden wieder Wagen am laufenden Band hergestellt. Die Fabrikhallen, die während des Krieges schwere Schäden erlitten, sind ausgebessert. Rund 18.000 Arbeitskräfte sind in dem Werk und seinen Nebenbetrieben beschäftigt. Die Zeiten, als die Amerikaner als oberstes Ziel die Zerschlagung der deutschen Militärmacht auf ihre Fahnen geschrieben hatten, sind endgültig vorbei. Jetzt kommt es den Strategen im State Department darauf an, die Westzonen Deutschlands fit zu machen für die Auseinandersetzung mit Moskau. In mancher Hinsicht war Deutschland das Herzstück der globalen Konfrontation. Für die Russen war es der ganze Hintergrund für den Konflikt. Sie hatten aber bereits eine kaum lösbare Aufgabe übernommen, was wir damals nicht verstanden haben. Sie mussten in Osteuropa mehr Menschen in Schach halten, als damals im europäischen Teil Russlands lebten. Dabei mussten sie von einem geringeren Standard der Lebensverhältnisse als auch der technischen Entwicklung ausgehen. Und sie hatten kein anderes Mittel als Gewalt. Ich selbst würde annehmen, dass etwa seit Sommer 1947 die Weichen zunächst sehr vorsichtig und später immer deutlicher in eine härtere Richtung gestellt wurden. Für mich war doch sehr entscheidend der zweite Parteitag. Vom 20. bis 24. September 1947 fand in Berlin unter dem Zeichen der Sorge um den Menschen, um die deutsche Nation und ihre sozialistische Zukunft der zweite Parteitag der SED statt. Hinter den Kulissen hat die Stalinisierung der Partei längst begonnen, während nach außen hin der Westen für das Scheitern aller Einheitsbemühungen verantwortlich gemacht wird. Was auch kommen mag, wir müssen und wir werden den Kampf um die Einheit Deutschlands, den Kampf um eine friedliche, demokratische Deutsche Republik fortführen unter dem Banner der geeinten deutschen Arbeiterbewegung. Denn großes Werk gedeiht nur durch Einigkeit. Die Sowjetunion wird immer stärker. Als die Westalliierten die Währungsreform auch in den Westsektoren Berlins durchführen, protestiert die Sowjetunion heftig. Damit ist für Stalin ein Bruch alliierter Vereinbarungen erfolgt. Moskau verkündet im Gegenzug eine eigene Geldreform für die Sowjetzone und ganz Berlin. Die Fronten sind verhärtet. Schon früher ist es immer wieder zu Behinderungen des Verkehrs zwischen den Westzonen und Berlin gekommen. Jetzt unterbrechen die Sowjets alle Land- und Wasserwege. Die erste direkte Konfrontation im Kalten Krieg hat begonnen. Die Blockade West-Berlins. Musik
September 1949. Bonn, die provisorische Hauptstadt der soeben gegründeten Bundesrepublik Deutschland, rüstet sich für den Tag der ersten Bundestagssitzung. Zum ersten Mal seit 1933 soll eine demokratisch gewählte Regierung wieder die Verantwortung für Deutschland übernehmen, wenn auch nur in den Teilen des Landes, die von den westlichen Alliierten kontrolliert werden. Als Konrad Adenauer seinen Eid als Bundeskanzler ablegt, ist jenseits des Eisernen Vorhanges die Gründung der sozialistischen DDR bereits beschlossen. Vor Deutschland liegen 40 Jahre der Teilung in Ost und West. Ich war total fasziniert von der Tatsache, dass ich hier von der Geburt einer parlamentarischen Demokratie berichten konnte. Wo sonst hätte man die Chance dazu gehabt? Marxistisch-leninistische Kampfpartei. Parteivorstand wie der Zentralkomitee, Zentralsekretär, Politbüro, Kontrollkommission, demokratischer Zentralismus. Also das kannte ich ja nun alles. Um Gottes Willen. Jetzt beginnt der Stalinismus auf deutschem. Die große Krise Berlins hält unvermindert an. Sie hat das Gesicht der Stadt verwandelt. Berlin ist ohne Nachschub zu Land und zu Wasser. An den Zonengrenzen im Westen stauen sich die Züge mit Kohlen. Volle Waggons, tote Gleise, keine Durchfahrt. Das ist der Anfangspunkt der Hungerblockade, die von den Sowjets gegen die Westsektoren Berlins verhängt wurde. Berlin bleibt auf dem Laufenden. Am Tage verliest ein Lautsprecherwagen von RIAS, dem Rundfunk im amerikanischen Sektor, die neuesten Nachrichten. Der Reporter auf Rädern vermittelt den Kontakt mit der großen Politik, die um Berlin kreist. Letzten Monat, am 4. Mai, hat unser Außenminister Mr. Bevan im Parlament Folgendes gesagt. Es ist unser Recht, in Berlin zu sein. Es ist unsere Absicht, dort auch zu bleiben. Als sich am 12. Mai 1949 der Schlagbaum am Kontrollpunkt Drei Linden öffnet und so symbolisch die Blockade Berlins beendet wird, ist die Teilung Deutschlands längst vollzogen. Zu weit haben sich die sowjetische Besatzungszone und die Westzonen bereits auseinanderentwickelt. Wurde der Parlamentarische Rat eingesetzt. Als Ergebnis des Parlamentarischen Rats gab es die Bundesrepublik. Im Grunde war das gewollt. Wir wollen uns im Westen nicht aufhalten lassen durch das ewige Nein der Sowjets. Wir organisieren dann unsere Zonen allein. Und die Deutschen West waren dafür. Und die Deutschen Ost guckten zu, die hatten gar nichts zu sagen. Und was sollten sie denn auch machen? Und das Gefühl, das danach entstand, das hatte ich auch. Die Deutschen West haben den Deutschen Ost den Rücken zugewendet. In Bonn tagt seit dem Sommer 1948 der Parlamentarische Rat. Die Abgeordneten sind von den drei westlichen Besatzungsmächten autorisiert, das Grundgesetz für einen demokratischen und sozialen Rechtsstaat auszuarbeiten, mit Betonung der persönlichen und organisatorischen Freiheitsrechte. In Bonn rückt vor allem ein 73-jähriger Christdemokrat in den Mittelpunkt der Öffentlichkeit. Konrad Adenauer, der Präsident des Parlamentarischen Rates. Ich würde sagen, er war ein Mann, der damals der Bevölkerung, aber auch seinen Mitarbeitern, allen, die mit ihm in Berührung kamen, Vertrauen einflößte. Und das war damals unglaublich wichtig. Wenn alles kaputt ist rund um einen, dann so einen da zu sagen, der sagt, es ist so. Adenauer hat sich in den Westzonen als Motor der CDU profiliert, gegen den einflussreichen Arbeitnehmerflügel. Sein schärfster Widersacher ist jedoch der SPD-Vorsitzende Kurt Schumacher, der rastlose Streiter für einen demokratischen Sozialismus. Er war vollkommen aufrichtig. Er war einer der wenigen, die damals sich wirklich als aufrichtig erwiesen haben. Er hatte keine Hintergedanken. Er wollte das tun, wovon er überzeugt war. Ich habe ihn außerordentlich respektiert und viele Interviews mit ihm gemacht.
aber ihm fehlte einfach die Leichtigkeit, die Adenauer besaß. Obwohl Adenauer nicht ganz den Optimismus von Ludwig Erhard für die wirtschaftliche Entwicklung teilt, stellt er 1947 Vollversammlung der Vereinten Nationen. Die Idee einer Art von Weltregierung, die in Zukunft Kriege verhindern werde, ist längst tot. Zwei rivalisierende Großmächte, rivalisierende Weltanschauungen ringen um die Vorherrschaft. Für eine weitere Zusammenarbeit der Siegermächte gibt es keine Basis mehr. So konzentriert sich die Sowjetunion zunehmend auf Sicherung und Ausweitung ihres Besitzstandes. Im März proklamiert US-Präsident Truman den weltweiten Kampf zwischen Demokratie und Diktatur als Auseinandersetzung zweier Lebensweisen, die unvereinbar sind. Von jetzt an seien die USA entschlossen, überall auf der Welt den Einfluss der Sowjetunion zurückzudrängen und alle demokratisch eingestellten Völker offensiv zu unterstützen, wirtschaftlich, politisch und militärisch. Gleichzeitig wächst in Washington die Überzeugung, dass die Not der Menschen in Europa nur mit einem groß angelegten Hilfsprogramm beseitigt werden kann. Insbesondere aus Deutschland kommen in diesem Winter alarmierende Berichte über Menschen, die in ihren Wohnungen erfrieren oder an Unterernährung sterben. Amerika ist gewillt, den Wiederaufbau zu unterstützen, um politische Unruhen und Verzweiflung zu verhindern. Secretary Marshall explains. Minister Marshall sagte, sein Plan sei nicht gegen ein Land oder eine Ideologie gerichtet, sondern gegen Hunger, Armut, Verzweiflung und Chaos. Der Plan sei kein reines Hilfsprogramm, sondern ein Programm für den Wiederaufbau. Warum soll Amerika helfen? Ohne Hilfe würde alles noch schlimmer werden. Europa könnte dann nicht frei bleiben und ein freies Europa sei unabdingbar für ein freies Amerika. Der Marshallplan werde Europa die Möglichkeit geben, selbst zu entscheiden, ob es frei bleiben wolle. Die Stärke der Amerikaner, der Wirtschaft, die Stärke der amerikanischen Wirtschaft hat natürlich hier eine große Rolle gespielt, gar kein Zweifel. Die Briten hatten nichts, die Franzosen hatten wenig. Und zweifellos war das eine ganz starke Einwirkungsmöglichkeit. Und der neue Markt, der war natürlich da. Die deutsche Geistesgeschichte und die deutsche politische Geschichte und die deutschen ökonomischen Klasseninteressen des Großbesitzes haben zu dem unausweichbaren Punkt geführt, dass in Zukunft die Demokratie in Deutschland sozialistisch sein muss oder gar nicht sein wird. Die Sozialdemokraten versuchen die für die britische und amerikanische Konfrontation im Kalten Krieg hat begonnen. Die Blockade West-Berlins. September 1949. Bonn, die provisorische Hauptstadt der soeben gegründeten Bundesrepublik Deutschland, rüstet sich für den Tag der ersten Bundestagssitzung. Zum ersten Mal seit 1933 soll eine demokratisch gewählte Regierung wieder die Verantwortung für Deutschland übernehmen. Wenn auch nur in den Teilen des Landes, die von den westlichen Alliierten kontrolliert werden. Als Konrad Adenauer seinen Eid als Bundeskanzler ablegt, ist jenseits des Eisernen Vorhanges die Gründung der sozialistischen DDR bereits beschlossen. Vor Deutschland liegen 40 Jahre der Teilung in Ost und West. Ich war total fasziniert von der Tatsache, dass ich hier von der Geburt einer parlamentarischen Demokratie berichten konnte. Wo sonst hätte man die Chance dazu gehabt? Marxistisch-leninistische Kampfpartei. Parteivorstand wieder, Zentralkomitee, Zentralsekretär, Politbüro, Kontrollkommission, demokratischer Zentralismus. Also das kannte ich ja nun alles. Um Gottes Willen, jetzt beginnt der Stalinismus auf deutschem Boden. Die große Krise Berlins hält unvermindert an. Sie hat das Gesicht der Stadt verwandelt.
Berlin ist ohne Nachschub zu Land und zu Wasser. An den Zonengrenzen im Westen stauen sich die Züge mit Kohlen. Volle Waggons, tote Gleise, keine Durchfahrt. Das ist der Anfangspunkt der Hungerblockade, die von den Sowjets gegen die Westsektoren Berlins verhängt wurde. Berlin bleibt auf dem Laufenden. Am Tage verliest ein Lautsprecherwagen von RIAS, dem Rundfunk im amerikanischen Sektor, die neuesten Nachrichten. Der Reporter auf Rädern vermittelt den Kontakt mit der großen Politik, die um Berlin kreist. Letzten Monat, am 4. Mai, hat unser Außenminister Mr. Bevan im Parlament Folgendes gesagt. Es ist unser Recht, in Berlin zu sein. Es ist unsere Absicht, dort auch zu bleiben. Durch die sowjetische Blockade ist Berlin zum Prüfstein der West-Ost-Auseinandersetzung geworden. Seit dem 26. Juni 1948 werden die Westsektoren von den Amerikanern und Briten aus der Luft versorgt. 11 Monate lang landen die Maschinen im 3-Minuten-Takt und bringen alles, was die 2,5 Millionen Berliner zum Überleben brauchen. Kohlen, getrocknete Nahrungsmittel, Industrieprodukte. Also Erstkontrollkommission und der Kreisparteikontrollkommission. Parteikontrollkommission, das kannte ich nun auch aus der Sowjetunion. Und im ideologischen Bereich dann die Selbstkritik von Anton Ackermann Ende September 1948. Es gibt keinen eigenständigen Weg zum Sozialismus. Das könnte eine Abgrenzung von der Sowjetunion sein. Es gibt nur einen Weg, den Weg der Sowjetunion. Lenin und Stalin wurden nun immer wieder eingeführt. Und vor allem Stalin. 30 Jahre Komsomol. Das ist der ruhmvolle Weg einer Jugend, die es verstand, wie die Sache des Friedens, des Fortschrittes und des Sozialismus zu kämpfen. In der Sowjetunion mit Traktor und Eisenbahn bauen wir auf dem Kärlestrand. Das dauert alles etwas, ja, bis das Wasser, was man oben eingießt, unten ankommt. Das ist relativ spät angekommen bei uns. Ich kann mich noch erinnern, dass wir in dieser Zeit, die Rundfunkjournalisten in dieser Zeit, eine Zusammenkunft mit Walter Ulbricht hatten. Ja, ich habe sogar noch das Manuskript zu Hause, wo er uns intensiv aufgefordert hat, ja, zu einer der Grundaufgaben des Journalismus kritisch zu sein, Kritik zu üben. Nichts zu akzeptieren, was uns nicht gefällt, sondern immer doch den Finger auf die Wunde zu legen. Unter der Fassade und dem äußeren Erscheinungsbild einer antifaschistisch-demokratischen Republik waren schon bürokratische Apparate entstanden. Und die waren 1948 stark genug, um die Entscheidungen durchzusetzen. Ich sehe also diese Entwicklung in erster Linie aus inneren Gesetzmäßigkeiten und glaube nicht, dass der Kalte Krieg, der damals entstand, dafür herangezogen werden kann. In Sachen Propaganda ist auch der Westen auf der Höhe der Zeit. Ein Film der amerikanischen Militärregierung schildert die Gegensätze in Deutschland. 2 Städte. Dies ist Dresden, tief in der sowjetischen Zone Deutschlands. Der Zone des demokratischen Wiederaufbaus, wie die Kommunisten gerne sagen. Dies ist das Land des Zwei-Jahres-Plans und des Halbjahresplans. Kommunistische Wirtschaftstheorie ist einfach. Mehr produzieren, besser leben. Und auf den nächsten Zwei-Jahres-Plan warten. »1949 warten die Dresdner noch immer auf mehr Lebensmittel und weniger Schnaps.« »Theorien, sondern hatte ganz allein damit zu tun, dass die Deutschen, dass Deutschland dem amerikanischen Steuerzahler nicht länger auf der Tasche liegen sollte.« Die Amerikaner mit ihrer wirtschaftlichen und militärischen Stärke prägen entscheidend die Entwicklung der Westzonen. Sie garantieren die Sicherheit nicht allein für West-Berlin und sträuben sich gegen jedwede Tendenz zu wirtschaftspolitischen Maßnahmen sozialistischer Prägung. Abgesichert ist diese Strategie durch die Finanzhilfen im Rahmen des Marshallplanes.
Als sich am 12. Mai 1949 der Schlagbaum am Kontrollpunkt Dreilinden öffnet und so symbolisch die Blockade Berlins beendet wird, ist die Teilung Deutschlands längst vollzogen. Zu weit haben sich die sowjetische Besatzungszone und die Westzonen bereits auseinanderentwickelt. Wurde der Parlamentarische Rat eingesetzt. Als Ergebnis des Parlamentarischen Rats gab es die Bundesrepublik. Und im Grunde war das gewollt. Wir wollen uns im Westen nicht aufhalten lassen durch das ewige Nein der Sowjets. Wir organisieren dann unsere Zonen allein. Und die Deutschen West waren dafür. Und die Deutschen Ost guckten zu, die hatten gar nichts zu sagen. Und was sollten sie denn auch machen? Und das Gefühl, das danach entstand, das hatte ich auch. Die Deutschen West haben den Deutschen Ost den Rücken zugewendet. In Bonn tagt seit dem Sommer 1948 der Parlamentarische Rat. Die Abgeordneten sind von den drei westlichen Besatzungsmächten autorisiert, das Grundgesetz für einen demokratischen und sozialen Rechtsstaat auszuarbeiten, mit Betonung der persönlichen und organisatorischen Freiheitsrechte. In Bonn rückt vor allem ein 73-jähriger Christdemokrat in den Mittelpunkt der Öffentlichkeit. Konrad Adenauer, der Präsident des Parlamentarischen Rates. Ich würde sagen, er war ein Mann, der damals der Bevölkerung, aber auch seinen Mitarbeitern, allen, die mit ihm in Berührung kamen, Vertrauen einflößte. Und das war damals unglaublich wichtig. Wenn alles kaputt ist rund um einen, dann so einen da zu sagen, der sagt, es ist so. Adenauer hat sich in den Westzonen als Motor der CDU profiliert, gegen den einflussreichen Arbeitnehmerflügel. Sein schärfster Widersacher ist jedoch der